Hallo, grüß euch, da ist er wieder, der Günther. Ja, heute mit einem jungen Menschen, der eine Leidenschaft und eine Begeisterung für einen Sport entwickelt hat, die, finde ich, mega inspirierend ist. Obwohl er mit dem Sport schon einen sehr großen Tiefschlag wegstecken hat müssen, schaut euch das Video an, ich finde, es ist mega inspirierend. Ja, heute bin ich bei einem jungen Burschen, der uns zeigt, dass man niemals, niemals irgendwas aufgeben soll, das, was man den ganzen Tag eigentlich ein bisschen denkt. Er wird uns seine Geschichte erzählen. Ja, darf ich euch vorstellen, das ist eben der Stefan Oberngruber. Da sind wir in seine heiligen Hallen, weil er ist ja ein Motorradfahrer, wo er ständig umeinander schrauft. Aber ich frage mich, Stefan, wie bist du eigentlich zum Motorradfahren gekommen? Ja, also das Ganze hat angefangen damals. Da hat der Freund von der Mama ist heimgekommen von der Arbeit. Hat zu mir gesagt, komm mit, schau aus, ich habe was mit für dich. Ich habe mich selber nicht auskennt, weil ja, ich habe selber keine Ahnung gehabt, was er jetzt hat für mich. Und hat dann einfach aus seinem Bus eben so ein Motorrad rausgeschoben. Das war damals so ein 125er Viertakt. Ja. Und genau, das war dann einfach der Anfang von mir, das erste Motorrad. Und wie war das, wie du das erste kleine Motorrad da gekriegt hast und bist das erste Mal im Garten umeinander geglüht? Was war da? Was hat das mit dir gemacht? Ja, also das war einfach für mich super. Also mir hat es voll getaugt vom ersten Moment an. Der Mama eher weniger im Garten, aber das hat schon gepasst. Was hat deine Mama dann eigentlich gesagt, wie du deinen Sport heute dann ein bisschen professioneller ausführen würdest? Die war eigentlich... Seit dem ersten Tag ist die hinter mir gestanden und hat mich da voll unterstützt. Und das ist halt natürlich super, wenn du irgendwann hast, was immer hinter dir steht. Mhm. Naja, ich weiß ja, Stefan, dass du in die jungen Jahre einen Motorradunfall gehabt hast. Kannst du dich an die Sachen nur ein bisschen erinnern? Ja, also ich weiß vom Unfall und von dem eigentlich noch so gut wie alles. Und ja, genau. Ja, was ist da passiert? Das war 2017 beim Rennen und ich bin quasi in zwei Spurrillen reingekommen und bin dann ausgerutscht und seitlich dahin quasi und bin dann mit dem Fuß auf der Innenseite von meinem Oberschenkel gegen einen Baum und habe mir dann den Oberschenkel quasi dreimal gebrochen und die Hauptschlagader angerissen und den Nerv gequetscht und quasi alles an meinem Fuß kaputt gemacht. Ich habe dann gleich eine Notoperation gehabt am ersten Tag. Und genau, wenn es ein bisschen länger gedauert hätte, dann war ich quasi innerlich verblutet. Aber du hast mir vorher erzählt, dass du jeden zweiten Tag eine Operation gehabt hast, wie der Unfall passiert ist. Wie war das eigentlich da, oder wie du da ins Krankenhaus eingeliefert worden bist? Ja, also ganz am Anfang quasi weiß ich selber nicht mehr recht viel davon, weil ich habe halt den ersten Tag quasi war im Tiefschlaf und sie haben halt lang operiert, also die erste Operation hat 9 Stunden gedauert und quasi die ersten 3-4 Tage war es allgemein nicht sicher, ob ich es überhaupt überlebe, weil ich habe eben über 2 Liter Blut verloren mit meiner Ruptur vom Gefäß, quasi von der Hauptschlagader. Und dann die nächsten 2 Wochen auf der Intensivstation auch. War es nicht sicher, ob sie meinen Fuß annehmen müssen, ob sie ihn dran lassen können, ob sie unter dem Knie, oben am Knie annehmen. Das war alles nicht sicher. Haben sie das mit dir auch kommuniziert? In der Form mit mir nicht, mit meiner Mama schon, aber ich habe das quasi erst dann im Nachhinein erfahren, was aber eigentlich auch gut war, muss ich sagen, weil sonst hätte sicher die Nerven ein bisschen mehr da nicht gehabt. Ja, sehr klar. Ja, also du warst, wie lange warst du da dann? Du hast gesagt, du warst auf der Intensivstation, wie lange warst du da? Genau, ich war insgesamt 5 Wochen auf der Intensivstation und habe da jeden zweiten Tag Operation gehabt, immer unter Vollnarkose. Also bin immer ins Zimmer gekommen, vom OP wieder in OP gefahren, ins Zimmer gekommen, also, ja, also das war schon... Richtig harte Zeit. Wie hat da dein Körper ausgeschaut, oder? Oh, also ich bin ins Krankenhaus gekommen, da war ich glaube ich fast nur ein bisschen besser beieinander wie jetzt. Und ich habe knappe 20 Kilo im Krankenhaus verloren.
Okay, wie viel Kilo also, hast du denn noch gehabt? Ich habe noch 54 Kilo gehabt. 54 auf dem Krankenhaus, ja. Mhm. Genau, also quasi eh gar nichts mehr. Mhm. Ja, und dann bist du halt intensiv, bist wahrscheinlich dann ins Zimmer gekommen. Genau, dann bin ich auf die normale Unfallstation gekommen. Da war ich nur 3 Wochen stationiert in Wiener Neustadt. Und bin dann, Gott sei Dank, nach die 3 Wochen nach Rohrbach noch gekommen. Da war ich, glaube ich, 4 Tage noch stationiert. Mhm. Und dann, wie war die 3 Wochen dort? Wie war das dort für dich? Was für die Intensivwasser? Ja, die Unfallstation, also das war die reine Hölle für mich. Also da war es von den Schmerzen her unerträglich. Mhm. Also da war es richtig. Ich habe nicht schlafen können, ich bin einfach nur im Bett gelegen. Mir sind teilweise die Tränen einfach so runtergerunnen, nur von quasi kleinen Bewegungen. Und also das war schon richtig. Kannst du nur zufällig ein bisschen beschreiben, was da in dem Moment in deinem Kopf eventuell vorgegangen ist? Ja, also es war halt viel trotzdem am Zweifeln, sage ich jetzt einmal, wann ist es wieder vorbei, wie wird es danach werden, quasi, wie gut bringe ich alles hin. Und es war halt immer auch gut, dass Mama immer da war. Das hat mir schon auch viel geholfen. Also da war ich sicher irgendwann einfach zusammengebrochen, sonst wäre Mama nicht da gewesen. Also deine Mama hat dort in dem Moment auch richtig Stärke bewiesen? Richtig, also da bin ich auch richtig froh drüber, dass sie da immer bei mir war, weil sonst war ich sicher nicht der, was ich jetzt bin und würde ja sicher nicht so dastehen wie jetzt. Da bin ich mir ganz sicher. Hast du dir das auch schon einmal gesagt? Ja, also das war's. Das war's, ja. Okay. Ja, wenn du jetzt so lange im Bett gelegen bist, wie geht's, ist das oder dann mit den Gelenken dann hinterher gegangen? Ja, also die Gelenke in meinem rechten Fuß, also Knie, Sprunggelenk, eben im verletzten Fuß, waren eigentlich unbeweglich, beide. Mhm. Also ich habe das Knie, glaube ich, auf 30 Grad bewegen können. Es war quasi nichts. Naja, und das Sprunggelenk hat sich gar nicht gerührt. Ich habe quasi so Spitzfußstellungen gehabt. Mhm. Und das Knie haben wir dann auf Reha gut hingebracht wieder. Mhm. So, das hat sich einfach im Laufe der Zeit dann gut entwickelt und funktioniert jetzt auch wieder einwandfrei. Mhm. Und das Sprunggelenk hat eben 4,5 Jahre gedauert bis zur letzten Operation, bis dass wir das in den Griff gekriegt haben. Und jetzt ist er aber auch voll bewegungstüchtig, sage ich mal. Mhm. Und das Sprunggelenk bewegt sich, aber genau durch die Nervenpatchung, die ich gehabt habe, kann ich meinen Vorfuß quasi nicht in den T heben. Das geht nicht. Mhm. Und genau, aber sonst funktioniert das wieder. Mhm. Ja, ist das in der Reha, ist das immer noch umgegangen, dass du immer oder hast du da auch nochmal einen Rückschlag gehabt, wo du nochmal ein wenig in ein Loch gefallen bist? Einen großen Rückschlag geben, sage ich jetzt mal, gegen Ende von der Reha. Da habe ich dann nicht mehr am Fuß draufsteigen dürfen, fast ein halbes Jahr lang. Also das hat mich richtig zurückgehabt, mein Sprunggelenk. Und was da, ist da passiert? Ich habe mir quasi ein Blasenbrett, sage ich jetzt mal, eine Blutblase, eine große, am Fuß unten. Mhm. Und die ist dann nicht mehr weggegangen, ist nicht zugegangen am Anfang. Dann ist sie einfach nicht mehr weggegangen, dann hat sie quasi da so ein Druckstuhl mehr oder weniger gebildet. Mhm. Und das hat halt bis zur letzten Operation bei jedem Schritt hat das einfach weiter, wie wenn du auf Nadeln gehst. Also das war ein ziemlicher Rückschlag dann eigentlich, der was ewig dauert hat, bis dass wir das wieder gebracht haben. Aber heute bist du schmerzfrei? Heute bin ich schmerzfrei, halt passt alles und funktioniert soweit eigentlich wieder alles. Ja, freut mich auf jeden Fall für dich. Ja, danke schön. Es war halt immer auch gut, dass Mama immer da war. Das hat mir schon auch viel geholfen. Also da war ich sicher irgendwann einfach zusammengebrochen, sonst wäre Mama nicht da gewesen. Also deine Mama hat dort in dem Moment auch richtig Stärke bewiesen? Richtig, also da bin ich auch richtig froh drüber, dass sie da immer bei mir war, weil sonst war ich sicher nicht der, was ich jetzt bin und würde ja sicher nicht so dastehen wie jetzt. Wie war das dann hinterher, wie du dann munter geworden bist im Krankenhaus? Was ist da in dir vorgegangen? Das hat meine Mama, glaube ich, ziemlich gut beschrieben einmal. Das erste, wie ich munter geworden bin, war eigentlich, dass ich gefragt habe, wie es meinem Motorrad geht, weil ich sie ja nicht gesehen habe, quasi nach dem Unfall. Und das zweite war dann, dass ich gleich einmal zum Rennen angefangen habe,
weil in 2 Wochen war der Erzberg gewesen und das war meine erste Teilnahme gewesen. Und da habe ich leider nicht teilnehmen können dann. Hast du jemals den Gedanken gehabt, dass du aufs Motorrad nicht mehr aufsteigst? Im Krankenhaus kein einziges Mal, nein. Also du hast hinterher gleich wieder gewusst, den Sport, den gebe ich nicht auf. Das war, glaube ich, eins von den ersten, oder eine von den ersten Fragen, die ich die Ärzte gestellt habe, war eben, wann kann ich wieder ungefähr beginnen zum Motorrad fahren, wann kann ich wieder aufsteigen. Und die Antwort, was ich dort gekriegt habe, sage ich mal, motiviert mich bis heute noch immer. Und hat mich damals dann auch motiviert. Die war? Das war, Herr Oberngruber, Sie können froh sein, wenn Sie jemals wieder auf Ihre 2 Füße normal gehen können. Und genau, das hat mich einfach motiviert, das motiviert mich bis heute noch. Wie stolz bist du da heute drauf, dass du das wieder so hingebracht hast? Ja, es läuft halt einfach so dahin, aber wenn man wieder mal so zurückblickt, wie das wirklich war im Krankenhaus und so, muss ich schon sagen, dass ich eigentlich ziemlich stolz bin auf das, was wir alles geschafft haben bis jetzt. Wenn man halt, wie gesagt, dann so einen jungen Menschen nebenan hat, der für den Sport so brennt und für diese Leidenschaft so sich stark macht, dann ist das ja eigentlich richtig inspirierend auch für viele andere junge Leute. Das hoffe ich, dass ich mit meiner Geschichte, sage ich jetzt einmal, und mit meinem Werdegang da Leute inspirieren kann, junge Leute inspirieren kann. Nicht nur beim Motorradfahren, auch in andere Sportarten. Einfach, dass Aufgeben keine Option ist. Ja, Stefan, hey, nimm uns einmal mit, wie das für dich war, wie du nach einem Unfall das erste Mal wieder aufs Motorrad aufgestiegen bist. Ja, eigentlich, also natürlich ganz eine andere Erfahrung mit dem Fuß, ist natürlich alles anders gewesen. Aber ich bin quasi nicht viel gefahren dort, ich bin da quasi einmal den Feldweg runter und wieder aufgefahren, einfach weil ich so einen Grinsen im Gesicht gehabt habe, weil ich wieder auf dem Motorrad sitzen habe können. Bei Mama hat es eher weniger getaugt, aber ich war wieder extrem glücklich eigentlich. Glaubst du, dass du durch den Unfall und durch die Dinge, die du erlebt hast, eine stärkere Persönlichkeit geworden bist? Ganz sicher sogar, ja. Da bin ich mir ganz sicher. Wie wirkt sich das heute aus? Eigentlich keines viel im Sport, sage ich jetzt einmal. Es sind so Sachen wie im Rennen nie aufgeben, immer dranbleiben, beißen. Also das sind schon Sachen, die was ich, glaube ich, durch meinen Unfall auch viel gelernt habe. Hast du Angst, wenn du aufs Motorrad aufsteigst? Nein. Nicht? Nein, sonst würde ich es, glaube ich, nicht machen. Weil es sind schon, sage ich jetzt einmal, so Sektionen dabei, wie beim Erzberg oder bei Extremenduro Lika in Kroatien. Da hat man dann schon ein bisschen Respekt, wenn du irgendwo runterfährst oder rauffährst, wo fast senkrecht ist. Aber Angst würde ich das nie nennen. Nein. Was können hier jetzt eigentlich andere junge Buben in deinem Alter von dir lernen? Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, dass einfach viel auch um die Motivation geht, wenn man für was brennt, dass man einfach dabei bleibt. Auch wenn es einmal aussichtslos ist, aber einfach weiterkämpfen und das wird schon. Hey Stefan, bist echt ein richtig cooler Bursch. Hat mich auch voll gefreut, dass du mir immer Nachricht geschrieben hast. Mein Message ist, was ich wirklich von Stefan lernen kann, ist das, man sollte wirklich niemals, niemals was aufgeben an das, was man einen ganzen Tag denken muss. Da ist der Stefan, finde ich, das beste Beispiel und diese Leidenschaft ist wirklich beeindruckend. Ja, danke schön.